Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu den CATV-News aus dem März. Tschechien. Wurde das Gebet der Cannabiskirche erhört? Naja, die Cannabiskirche wird in Tschechien nicht als Religionsgemeinschaft anerkannt. Das oberste Verwaltungsgericht wies am Freitag eine Beschwerde gegen eine entsprechende Entscheidung des Kulturministeriums ab. Die Richter teilten mit, dass der Religion eine Beziehung zum Metaphysischen fehle, also dem, was hinter dem sinnlich Erfahrbaren liegt. Zudem beschäftigte sie sich mit dem existenziellen Fragen und verfüge über kein verständliches ethisches Programm. Ja, das Gericht zweifelte zudem an der Ernsthaftigkeit der Antragsteller. Vieles deutet darauf hin, dass es ihnen in Wirklichkeit darum gehe, Cannabis als Gebetshilfsmittel im Namen der Freiheit der Religionsausübung nutzen zu können. Der Besitz von Cannabis und Marihuana, was dasselbe ist, ist in Tschechien grundsätzlich strafbar. In der Praxis kann bei geringen Mengen indes von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Für medizinische Zwecke ist eine ärztliche Verschreibung auf Rezept möglich. Deutschland. Leserattacke zum Plantagenschutz. Das Amtsgericht Meisungen hat am Mittwoch, den 22. März, ein Urteil gegen einen 24-jährigen Mann aus Schwalm-Eder-Kreis gesprochen. Er hatte im Januar 2020 beim Übungsflug der Bundeswehr über Nordhessen einen Tiger-Hubschrauber mit einem Laserpointer geblendet. Der Mann hatte dabei das Leben der Besatzung und der Einwohner gefährdet. Und somit hat er den Absturz des Hubschraubers in Kauf genommen. Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass der Angeklagte den Laser aus der Sorge um seine Cannabisplantage eingesetzt hatte, die er vor dem Piloten verstecken wollte. Ja, und das Amtsgericht verurteilte den Mann zu einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten, 15 Tagessätze zu je 100 Euro. Im Strafmaß enthalten war auch der Besitz illegaler Waffen, die bei der Hausdurchsuchung gefunden wurden. Der Mann hatte ein Klappmesser und einen Schlagring in seinem Besitz, die er als cool bezeichnete. Ja, der Angeklagte gab zu, dass er Angst hatte, dass die Hubschrauberpiloten seine Plantage entdecken, aber betonte, dass er nie wolle, dass etwas Schlimmes mit dem Hubschrauber passiert. Nun ja, auf nach Bayern. Bayern legt Gutachten vor. Ja, der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holleczek, CSU, sieht eine Ablehnung der Cannabispläne des Bundes durch ein Rechtsgutachten bestätigt. In der Analyse, die der Minister beim Rechtswissenschaftler Bernhard Weger Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg in Auftrag gegeben hatte, heißt es, die von der Bundesregierung geplante Cannabis-Legalisierung widerspricht völker- und europarechtlichen Vorgaben. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch im Gesundheitsministerium erneut sagte Holleczek, da ja seine Forderungen an den Bund, die Pläne der Zulassung des Anbaus, Handels und Konsum von Cannabis zu Genusszwecken sofort fallen zu lassen. Naja, dem Rechtsgutachten zufolge steht die geplante Cannabis-Legalisierung im Widerspruch zu den einschlägigen UN-Übereinkommen zur Drogenbekämpfung und demnach seien der Anbau, der Handel und Export, Verkauf und Kauf, der Besitz, der Konsum von Cannabis zu verbieten. Lediglich für den Gebrauch von Cannabis zu wissenschaftlichen und medizinischen Zwecken in dem engen Sinne dürfe es eine Ausnahme geben. Naja, neben den auch für die EU verbindlichen völkerrechtlichen Verbotsvorgaben steht dem Gutachten zufolge auch das EU-Recht als solches der geplanten umfassenden Cannabis-Legalisierung entgegen. Unzulässig und danach insbesondere der geplante staatliche oder staatlich lizenzierte Handel, Anbau und Verkauf oder zu medizinischen Zwecken. Lediglich die Frage einer Entkriminalisierung des privaten Konsums und des unmittelbar auf den persönlichen Konsums gerichteten privaten Anbaus erfasse das EU-Recht nicht. Ja, Gesundheitsminister Holleczek warnte, wir warnen eher vor der CDU und ihrer altertümlichen Einstellung. Kommt nun trotz der CDU die Entkriminalisierung am 1. Mai? Wie regierungsnahe Quellen berichten, soll zunächst eine Entkriminalisierung von Cannabis stattfinden und die schon sehr bald. Der nicht näher benannten Quelle zufolge würde der Umgang mit Cannabis dann nicht mehr im Betäubungsmittelgesetz geregelt. Sie würde herausgestrichen werden. Die Umsetzung der Gesetzesänderung soll außerdem schon zum 1. Mai erfolgen. Also sollte die Quelle verlässlich sein und diese Information richtig sein, so könnten die Konsumenten vielleicht noch in diesem Jahr Cannabis aus der eigenen Ernte von einigen wenigen erlaubten Pflanzen verwenden, was ein bedeutender Schritt für den Gesundheitsschutz wäre.
Auch das Mitführen einer kleinen Menge Cannabis oder der Konsum wäre dann straffrei möglich. Wir warten und hoffen weiter. Und dürfen eigentlich Hausärzte weiter Cannabis verschreiben? Anders als befürchtet, werden die Möglichkeiten zur Verschreibung von medizinischem Cannabis doch nicht massiv eingeschränkt. Der gemeinsame Bundesausschuss GBA von Kassenärzten und Kliniken, das oberste Entscheidungsgremium der gesetzlichen Krankenversicherung, ließ am Donnerstag ursprüngliche Überlegungen fallen, nach denen eine Verordnung von Medizinalcannabis durch Allgemeinärzte und Allgemeinärztinnen ausgeschlossen werden sollte. Also danach hätten je nach medizinischer Indikation nur noch bestimmte Fachärztinnen und Fachärzte Cannabis verschreiben dürfen, wobei auch der gesamte Genehmigungsprozess deutlich restriktiver gestaltet werden sollte. Nun bleibt es aber dabei, dass auch künftig alle Ärzte und Ärztinnen Cannabis verordnen dürfen. Gibt es eine Einschränkung? Künftig haben bei der Verordnung cannabishaltige Fertigarzneimittel mit synthetischem THC einen gewissen Vorrang vor Cannabis in Form von getrockneten Blüten oder Extrakten. Der Arzt oder die Ärztin muss zunächst prüfen, ob in dem konkreten Fall Cannabis-Fertigarzneimittel in Frage kommen. Ist es nicht der Fall und es werden Blüten oder Extrakte verordnet, muss man das gegenüber der Krankenkasse begründen. Ich glaube aber auch, dass es von Krankenkasse zu Krankenkasse verschieden ist. Argumentiert wird, dass Blüten und Extrakte schwerer zu dosieren seien und es daher ein Sicherheitsrisiko gäbe. Der gemeinsame Bundesausschuss hat hier zwischen dem Bestreben, schwerkranker Menschen mit einer zusätzlichen Therapieoption zu helfen und der notwendigen Arzneimitteltherapiesicherheit abzuwägen. Ja, und jetzt nochmal weiter nach Österreich. Ein neuer Trend ist schnell vorbei. Ja, Hexahydrocannabinol, auch HHC genannt, wurde laut einer Aussendung des Gesundheitsministeriums zunehmend gefragt. Vor allem Jugendliche würden von der Vermarktung als Legalhai angezogen. Geschäftsleute machten hier in wenigen Monaten das schnelle Geld. Im Gegensatz zu THC und CBD wird HHC nicht direkt aus der Cannabispflanze gewonnen. Wissenschaftliche Daten über mögliche gesundheitliche Folgen des Konsums fehlen. HC wurde nun vom Ministerium in die Verordnung über neue psychoaktive Substanzen MPS aufgenommen. Also die Herstellung und der Handel mit als Reinsubstanz synthetisch hergestellten HC wurden damit verboten. Der Besitz und der Konsum bleiben straffrei. Die neue Regelung soll aber laut Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen so lange gelten, bis ausreichende Erkenntnisse über gesundheitliche Folgen vorhanden sind. In Finnland wurde übrigens HC bereits als MPS eingestuft. In Belgien und Ungarn wird das in Kürze erwartet. Noch andere europäische Staaten diskutieren bereits den künftigen Umgang mit synthetisch hergestellten Cannabisprodukten. Und natürlich wird sofort vom Gesetzgeber gehandelt. Gestern ein Händler, heute ein Dealer. Also am 23. März, Schlag um Mitternacht, fand, wie berichtet, ein Verbot zu Hexahydrocannabinol statt. Ja, und das nutzte natürlich die Polizei aus. Ein Klagenfurter, der erst 20 Jahre alt war, junger Händler, hatte das offenbar nicht mitbekommen, denn an jedem Donnerstag standen in den Nachmittagsstunden bereits Beamte des Landeskriminalamtes, Ermittlungsbereich Suchtmittel, vor seiner Haustür. Ja, der junge Mann hatte verschiedene HHC-Produkte und seine Unterkunft in seiner Unterkunft gelagert und auch einen Online-Shop betrieben. Darüber verkaufte er die Produkte an diverse Kunden im In- und Ausland. Ja, so schnell kann man also über Nacht vom Geschäftsmann zum Dealer werden. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt vorsichtig und wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Liebe.